Hallo und willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition. Sie verfluchtes Phantom. Ich habe sie 3 verdammte Jahre lang gejagt. Ja, hier bin ich. Dafür gibt's lebenslänglich. Oder den Stuhl. Nicht den Stuhl. Sie wollen nicht den kleinen Fisch, sondern den großen dahinter. Ich bin doch kein kleiner Fisch, darum so wie das klingt. Die ganze Zeit, hm? Sie liefern mir Salieri. Die gestohlenen Geschäftsbücher. Ich habe sie. Gehören Ihnen genug, um Salieri für immer einzusperren. Okay. Wenn wir einen Deal haben. Meine Familie für den Don. Das klingt eigentlich relativ fair. Was ist mit mir selber? Will jetzt auch nicht in den Knast. Schon gar nicht auf den Stuhl. Erkennen Sie jemanden? Wirklich nicht? Der Alte ist Don Pepone, die 2 Jüngeren sind Morello und Salieri. Okay. Ja. Ich sehe das Bild ja gerade nicht. Okay, verstehe. Wann war das? 1920? Spiegelt. April. Morellos Hochzeit, Salieri war sein Trauzeuge. Okay. Scheiße, sind ja noch Kinder. Und schon Soldaten in Pepones Truppe. Was ist passiert? Wie konnten sie von besten Freunden zu erbitterten Todfeinden werden? Wie können die 1920 Kinder sein? Ich wusste nicht mal, dass sie Freunde waren. Wenn sie 10 Jahre später so alt sind. Ach, Tommy. Was sie alles nicht wissen, könnte einen ganzen Tresor füllen. Ja, das garantiert. 1922 ertrinkt Pepone in einem See. Damit alles weiter glatt läuft, teilen sich Salieri und Morello die Stadt untereinander auf. Ja, ich habe die Geschichte gehört. Also was? Ihre Freundschaft hätte für die Abmachung reichen sollen. Macht aber keinen Unterschied. Okay. Das heißt was? Wir sind die Bösen. Nach Morello. War nee, das glaube ich nicht. Glücklich. Dachte, uns gehört die ganze Stadt. Ich war nur froh, dass der Krieg vorbei war. Aber dann dachte ich nach. Was nützte Morello sein ganzes Geld, wenn es ihn nicht vor jemandem wie mir schützen konnte? Einem verdammten Taxifahrer. Es hat ihm nur eins gebracht. Das wäre? Eine riesige Zielscheibe auf seinem Kopf. Ja, das ist richtig. Dieser Gedanke kreiste in meinem Kopf und ließ mich nicht los, bis ich eines Tages im Spiegel dieselbe Zielscheibe sah. Dann würde ich es mit dem Alkohol mal wieder genau ein bisschen gut sein lassen. Sie wollen auf meine Tränendrüse drücken, nicht wahr? Ich wollte das gute Leben nicht aufgeben, sicher nicht. Ich dachte, ich bin einfach schlauer als Morello. Garantiert nicht. Damit nicht eines Tages Pauli oder Sam mit einer Knarre zu mir kommen würden. Aber? Die Sache ist, das sieht man nicht. Wenn man sich auf der Straße durchschlägt, um sein Leben kämpft, dann ist der Typ neben dir nicht dein Partner, sondern dein Bruder. Für ihren Bruder würden sie töten, stimmt's? Aber nachts. Weiß nicht, um ihn zu schützen, liegt man ja. Man wach und fragt sich, was er und der Don insgeheim planen. Ob dein bester Freund hungrig genug ist, dich zu verraten. Ich hab schon wieder Hunger tatsächlich. Gibt's jetzt nochmal Essen in der Episode? Beziehungsweise im Spiel. Wahlkampf. Dann lass ich mich zum Mafia-Boss wählen. Gab's Probleme? Nein. Nein, Boss. Keine Probleme. Bitteschön. Keine Ahnung, was drin ist. Ach, Geld. Noch was für mich? Vielleicht. Paulis ist etwas leicht. In meinem ist mehr, sollte es ausgleichen. Gehst du gern schwimmen, Tom? Ein Schwimmen? Ein paar Mal am Strand, klar. Ich kannte mal ein paar Typen. Fuhren mit Bräuten an den See, tranken ein paar Biere, hatten Spaß. Und dann stürzte sich einer ins Wasser.
Er schwimmt in die Mitte vom See und merkt, ihm geht die Puste aus. Schafft's nicht zurück. Okay. Er ruft um Hilfe. Der andere Typ ist ein guter Schwimmer. Er schwimmt raus, um seinen Kumpel ans Ufer zu bringen. Der erste Typ ist dumm und weiß nicht, dass das Wasser zu tief für ihn ist. Wird panisch. Hängt sich an seinen Freund, beide gehen unter. Tauchen nicht mehr auf. Pauli ist dein Freund. Und du bist loyal. Ich respektiere das. Aber zahl nie wieder seine Rechnung. Ach, okay, du bist schon ein Mistkerl. Gut. Jetzt kümmern wir uns um diesen Turnbull. Was ist denn ein Turnbull? Den angehenden Gouverneur? Ja, den. Ist das sein Nachname? Er redet davon, uns das Geschäft schwer machen zu wollen. Was? Das können wir nicht zulassen. Er gibt mehr für Huren aus als Pauli und Sam zusammen. Soll ich ihn besuchen? Vielleicht bestechen? Abstechen. Nein. Trau nie einem Heuchler, Tom. Wir müssen seine Ambitionen beenden. Und zwar so, dass niemand auf dieselben Gedanken wie er kommt. Bremsleitung durchschneiden. Hat Vinny einen Plan? Überdosis in der Badewanne. Na klar. Turnbull hält eine Rede bei Central Island. Das ich drück beim Feuerwerk ab. Ist abgeschirmt und schwer zu erreichen. Vom Turm im alten Gefängnis kannst du die Kundgebung gut sehen. Von dort verpasst du ihm ein drittes Auge. Na gut. Okay. Ich hol mir von Vinny die Waffe. Das klingt denk jetzt aber an, endlich mal, dass ich eine Sniper krieg. Verfehlst du ihn, wird er sofort weggebracht. Ja. Ich bin ihr bester Schütze. Und sonst ihr bester Fahrer, ihr bester Killer. Dann mach es. Ihr generell bestes Pferd im Stall. Eigentlich müsst ich Boss sein. Wissen Sie was? Ich werde sie an die Polizei verpfeifen. Ja. Auf zu Winnie. Hier hängen überall diese Pferdebilder, da drin auch. In der Zwischensequenz hat mich das wahnsinnig gemacht. Was ist das mit den Pferdebildern? Hat der Don nichts Besseres zu tun? Immer und immer wieder dasselbe Ding. Ah, da bist du ja noch. Ding aufzuhängen? Keine Ahnung. Ich mag Pferde nicht besonders. Sind zwar coole Tiere, aber definitiv nicht für mich. Hätten sich ein bisschen mehr Mühe geben können hier bei der Inneneinrichtung. Ist egal, her mit den Waffeln. So. Im Geigenkoffer bitte. Das repetitiert. Hey, der Boss meinte, ja, du hast was für mich. Ich hab da was von einem Typen in Fort Stanmore. Salieri will das sauber durchziehen. Also ganz ruhig, bis der Kerl tot ist. Okay. Little Tony hat eine von diesen für dich versteckt. Sehr gut. Finde ich die dann auch? Im alten Knast? Ja, die Familie kennt den Laden sehr gut. Die aktuellen Bewohner sind ziemlich übel. Pass also auf, Little Tony hat das Gewehr in einem Zimmer mit Aussicht versteckt. Na gut. Im obersten Stockwerk. Ja, oberstes Stockwerk, Aussicht. Ich hab die Schnauze voll von diesen Politikern. Die Stadt gehört uns, Tom. Genau zwischen die Augen. Ja, ist ja gut. Mensch, dem ist sein... Such dir einen Weg rein... Ding aber auch zu Kopf gestiegen. Ich hätte gern nochmal den kleinen Revolver. Dafür ist der Schlüssel. Oder das hier. Das repetitiert auch. Schade, dass ich das nicht nehmen kann. Na gut, ab ins Gefängnis. Gehe nicht über los und ziehe keine $200 ein. So. Schönes Auto wählen. Aber nicht das. Nicht das. Nicht das. Das vielleicht... Oh, das war schnell. Ansonsten... her damit. Das ist doch von Morello. Schön. Überhaupt nicht auffällig. Und driftet sehr gut. Nee. Nicht meine Schuld. Der ist abgebogen. Was beobachtet mich die Polizei da? Fahr mal einfach schnell, dann hängen wir sie direkt ab. Das ist ein cooles Geschoss hier. Komm schon, diesmal schaffen wir aber die 100. Solange kein Taxi uns irgendwie rammt. Oh ja, das fährt schnell. Komm schon. Ja, ich muss bremsen. Ich muss leider bremsen. Hey.
schön aufpassen, Kollege. So. Der will, glaub, nach links abbiegen, wir nach rechts. Haben alles richtig gemacht. Wieso quietschen denn meine Reifen so? Hab doch nur etwas mehr beschleunigt. So, vorsichtig. Ist das... Wo ist hier ein Gefängnis? Finde einen Weg ins Gefängnis. Okay. Ich muss nur jemanden auf der Straße erschießen. Dann komme ich ins Gefängnis. Ah, scheiße. Zu dicht geparkt. Gefängnis. Da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht rein. Da komme ich hoch. Ist doch nett hier. Servus, Leute. Hey, seid ihr gefangen, ja, ne? Komm her. Bin da. Tonys Mann? Ja. Er meinte, du willst zum Wachturm. Hat mich bezahlt, damit ich einen Weg markiere. Ist das der Wachturm? Man kommt nur durch die Kanalisation rein. Nein. Und dann geradeaus. Du kannst mir nicht mal ins Gesicht sehen. So. Ab in die Scheißröhre. Wir bleiben, wo wir sind. Verzieh dich. Bin schon weg, bin schon weg. War da einer hinter mir? Oder hat jemand ein Würstchen abgeseilt? Keine Ahnung. Da vorne steht doch einer. Was machen die in der Kanalisation? Da kommt jemand! Ach was. Ist das ein Feind? Ich glaube ja. So. Neutralisiert. Folge den Pennermarkierung. Wo ist denn dein Pennermarkierung? Nein. Nein. Keiner von uns. Hier bist du nicht willkommen. Ich warne dich. Ich warne dich zurück. Sind das die Pennermarkierung? Boah. Wie soll man sich denn hier zurechtfinden? Na also. Ich glaube, das ist das Richtige. Aha. Und den Schuss unten hat niemand gehört. Kann ich die Waffe wegstecken? Oh, muss ich vielleicht nicht. So. Warum lasst ihr uns nicht in Ruhe? Was willst du denn? Wir sind hier zu Hause. Warum versteht ihr das nicht? Verstehe ich schon. Ist mir im Moment egal. Hey, Cop, es ist abgeriegelt. Kein Reinkommen. Da kommt jemand! Ich dachte, er macht auf. Tja. Von wegen abgeriegelt. Naja, Entrance and Exit. Also, das ist nicht Französisch. Entrance and Exit Procedure. Das Rein- und Rausspiel. Umgangssprachlich genannt. So. O-Türme. Ihr habt aber eine schöne Behausung hier. Brauchst du Hilfe? Ich nicht. Danke. Kettchen. Hier sind irgendwo Kettchen. So. Yeah. Ja, der ist gerade Zigaretten holen. Ich hab das Gefühl, das ist kein aktives Gefängnis mehr. Hi? Hey, wer bist du? Sag wer. Du Hallo? Bringst Ärger. Nö. Ich bring den Tod. Aufgepasst! Er hat eine Waffe! Wo? Das ist mein Zahnstocher. Zeig's mir! Und dann kommst du nicht! Nicht rumstehen! Weg! Auf ihn! Kommt doch nicht mit dem Faustding zum Schusswaffenkampf. Du tauchst hier nicht wieder auf! Brauch ich auch nicht. Hey, Kuchenfresser! Ich bin doch kein Kuchen... Oh, doch, ich bin ein Kuchenfresser. So. Es tut mir sehr leid für die, aber...
Wieso denken die, dass sie gegen ein Repetitiergewehr ankommen? Repetiergewehr. Irgendwas davon. Elektrischer Stuhl an! Ja, alles offen. Da kann ich was aufheben. Da kann ich doch was aufheben. Nicht in der Kabine. Da ist nur guter Toilettenwein drin. So. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Das sieht halbwegs richtig aus. Na komm schon, rein da. Wachturm. Boah, da singt einer aber ganz schön. Komm mal hier raus. Ich dachte, da kommen mehr, um uns rauszuwerfen. Ich will niemanden rauswerfen, ich will was einsammeln. So. Guard Tower. Das klingt richtig. Wie wollen wir hier eigentlich wieder entkommen? Und warum sind die nicht panisch, dass ich sie erschossen habe? Also, nicht die, die ich erschossen habe, aber die anderen. Sind das vielleicht gewohnt? Und wo ist die Sniper? Wo ist die Sniper? Tötet den Politiker. Ich dachte, hier hat jemand irgendwas versteckt. Ja, das... Finde das Gewehr. Ja. Hätte man da vorfinden sollen, oder? Das ist hier oben versteckt. Gut, ich komme nicht mehr raus. Ich meine, ich kann auch versuchen, so zu schießen. Jo, mein Täubchen, du musst jetzt abhauen. Ah! Okay, ist hier draußen. Ich hoffe, das Teil schießt auch. So, Tom, dann leg dich mal hin oder leg's an. Du schießt ja auf eine Laterne. Treffer. Ich habe das unspektakulär gemacht, aber wir haben getroffen. Woher wisst ihr denn das? Au! Ist die Mission jetzt gescheitert? Ich höre nichts. Mist. Wie lange war ich weg? So lange, dass es für eine Gehirnverletzung bestimmt gereicht hat. Ja, ich würde gerne entkommen. Ach, ein Glück bin ich schon im Gefängnis. Ich glaube, da gehöre ich auch hin. Stay out! Ich versuche mein Bestes. Hier ist eine Karte, glaube ich. Kann ich noch was mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Hier mit den Sammelobjekten. So, Treppe nach unten. Der Schuss kam von hier oben! Nein, nein. Das war nicht der Weg, den ich nehmen sollte. Ich habe das Gefühl, das war nicht der Weg, den ich nehmen sollte. Kontrollpunkt laden. So, lädst du auch den... Ja, hat geladen. Man muss sich nur beschweren. Ach, ich hasse doch dunkle Labyrinthe. Finde ich mich nie zurecht. Ja, dann einmal hier lang. Zumindest habe ich das Collectible aufgesammelt, so wie es aussieht. Jetzt müssen wir nur noch schauen, was der richtigere Weg war. Ja. Und nun? Daraus? Nö. Kann nicht sein, dass es hier war. Bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Da liegt ja noch was. Notiz lesen, bla bla bla. Elektrischer Stuhl mit einem Teddybär. Der gruseliger aussah als nötig. Kann ich da nicht runter? Doch.
Irgendwie brauche ich Hilfe. Entschuldigung. Es ist hier denn kein Gesundheitsmittel mehr drin. Ah, ich mag Sachen, die repetieren. Boah, der hat mich erschreckt. Das ist unfair. Okay, ich bucht mich selber ein, Herr Wachtmeister. Nicht schießen. Hab eine Bleiallergie. Ich hab doch so eine heftige Bleiallergie. Wo kommt man denn hier raus? Da vielleicht. Da vielleicht. Ein Schlüssel. Okay. Wegpunkt ist da. Helf ist da. Munition ist da. Schalter ist da. Und Bingo Boingo, ich komm raus. So. Seht alle fest, die ihr seht. Die Polizei. Es ist die Polizei. Nein. Die Bullen kommen. Wieder, ihr Bastarde. Wo müssen wir denn raus? Da, schnappt ihn euch. Nein, schnappt ihn nicht. Ein Glück hat der Don nicht. Das weiß ich auch nicht. Hätte es heute einfach frei machen sollen. Na also. Nein, keine Zange. Wie viel von euch gibt's denn? Ja, für euch. Pops der Stadt. Turnbull war ein guter Mann. Klar, ein guter Mann. Wer? Ich muss ja nur entkommen. Steig doch rüber, du Idiot. Oh, Loch in der Wand. Ja, ich auch. Muss ich wieder durch? Ah, muss nicht durch die Kanalisation. Dein Pechtag, dass du nicht getroffen hast. Ich hoffe, das Teil fährt schnell. Ja, ja, versucht mich doch mal festzunehmen. Und wieder die Leute, die vor so einer Verfolgungsjagd auf die Straße rennen. Oh oh, die haben Befehl zu töten. Boah, was sind die? Entschuldigung. Mein Auto macht's nicht mehr lange. Mein Auto macht's nicht mehr lange. Ist ja gut. Ein Glück haben die mich angeschoben. So, ich brauche ein neues Auto. Boah, das sind ja tatsächlich alle Cops der Stadt. Ich dachte, die haben gelogen. Komm schon, das muss jetzt irgendwie fluppen. Schluck doch mehr. Und von links kommen auch Cops. Ich will doch nur mein Auto wechseln. Ich fahre einfach die Bahnlinie. Scheiben. Scheibenkleister. Vor allem bin ich im Polizeiauto. Steig doch ein! Ja. Ja, ja. Ja. Das musste jetzt so ausgehen. Der wollte einfach nicht ins Polizeiauto einsteigen. Hat vielleicht so eine fancy Verriegelung. Aber jetzt können wir nochmal gescheit wegfahren, ohne unser Auto zu schrotten. Das wäre mir jetzt auch tatsächlich lieber. Na? Fortsetzen. Achtung, Straßensperre in Position.
Kollegen auf Central Island. Verdächtiger ist verschwunden. Weiter patrouillieren. Ja, patrouilliert mal weiter. Ach was. Ich klaus. Wieso habt ihr ihn? Der ist doch einer von euch. Fängt ja gut an. Okay, ich bin schon da. Ich sehe ihn. Er ist hinter mir. Ja, ja, ihr mit eurer Straßensperre. Behindert euch nur selber. Los, ab aufs Land. Mensch, die haben aber wirklich keinen Bock auf mich. Polizei aus der Bahn. Ja, ihr habt mich zu Recht verloren. Hab euch ja auch abgeschüttelt. Da ist eine Pfütze. Ui. Ui. Oh oh. Nein, ich hatte sie gerade abgeschüttelt. Nur noch Fahndungslevel 2. Nur noch Fahndungslevel 2. Wir haben keine Ahnung, in welchem Auto ich sitze. Nein. Also ein paar Sternchen bin ich ja losgeworden. Ja, wieso verfolgen mich denn so viele? Heute fühle ich mich tatsächlich ein bisschen verfolgt. Ja, später. Nicht lesen im Auto fahren. Einfach so oft im Kreis fahren, bis ich die abgeschüttelt habe. Vielleicht mache ich auch mal ein paar riskantere Manöver. Leicht um die Kurve fahren. Haben sie niemals mitgerechnet. Na, coole Musik, die da gerade im Hintergrund läuft bei mir im Radio. Hey, da ist das Polizeiauto, mit dem ich geflohen bin. Ich hab mich im Kreis bewegt. Wir haben ihn irgendwo im Worksporter verloren. Bleibt in Alarmbereitschaft. Ja, ja. Wir kriegen die hin. Mhm. Hier rum. Jetzt werde ich sie ja los. Jetzt werde ich sie los. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Suche beenden und zurück zur Patrouille. Ja, so ist richtig. Ich nehme das schöne Auto da. Hi Jungs. Mein Auto jetzt. Firma dankt. Oh. Die Polizei hat hier gar nichts zu suchen gehabt. Sehr schön. Damit kommen wir jetzt sicher ans Ziel. Bin komplett unentdeckt. Hab den Politiker hoffentlich direkt auf die Nase getroffen. Ich denk mal. Sonst wär's direkt gescheitert. Vorsichtig. Hab's ein bisschen eilig. Hohoho, deswegen gibt es wohl Verkehrsregeln. Den habe ich komplett übersehen gehabt. Aber zumindest die Reaktion, um auszuweichen. Ah, da. Ah.
Entschuldigung, Leute. Nein! Ich hab dich doch nur ganz leicht gerammt. Hallo, wir brauchen Hilfe. Achtung, auf der Crew Island wurde ein Unfall gemeldet. Zusammenstoß befürchtet. Ja, aber nur befürchtet. Oh, jetzt habe ich wieder ein Fahndungslevel. Hab mich doch so gefreut, dass ich die losgeworden bin. Ja, wird jetzt nicht so lang dauern, den einen abzuschütteln. Bei mir geht das eh relativ schnell. Je nach Lehrbuchmaterial. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Sehr gut. Und zurück zur Patrouille. Dann patrouilliert mal weiter. Vorsichtig, kein Unfall bauen, kein Unfall bauen. Das mögen die Leute in dieser Stadt nicht. Ein Glück ist es bei GTA nicht so schlimm gewesen. Ein kleiner Streifer am Bein und schon holt er die Cops. Ich habe extra im Vorhinein, glaube ich, noch Entschuldigung gesagt. Wegen meinem Wendemanöver. Naja, man kann es nicht allen recht machen. Das ist ein ganz schönes Auto auch. So, hier ist gleich ein Polizist irgendwo. Da ist er. Wieso hupt er? Hab doch nichts getan. Ist es mein Zuhause? Tatsächlich. Sieht schön aus. So. Wagen ist drin. Tor zu. Ja, dann zur Haustür. So. Das haben wir gut gemacht. Bin stolz auf uns. Haben Politiker getötet. Das ist nicht besonders nett von uns. Ja, Turnbull war total korrupt. In der Zeitung steht, man wird sich an seinen Kampf für den 19. Artikel erinnern. Er hat seine Karriere dafür riskiert. Okay. Welcher ist das nochmal? Frauenwahlrecht, du Idiot. Dank ihm darf ich wählen, Tom. Genau wie seine Frau und seine 6 Töchter. Ach, der hat es verbrochen. Scheint, als hätte ich ihn nicht getötet, würde ich ihn jetzt töten. Nein, scheint so. Ich muss jetzt los. Tom, tu nichts, wofür du nicht in Erinnerung bleiben willst, okay? Mach ich nicht. Dafür ist es zu spät. Oh, Kapitel ist damit abgeschlossen. Dann würde ich sagen, Ende die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.